Ach ja, du wachst auf und weißt nicht, welches Hörspiel du hören sollst. Du überlegst hin und her, stellst dich vor diese Kiste, ja, eine von 12 Kisten, und sagst dir, tja, TKKG ist schon genial. Natürlich ist auch die Gruselserie richtig dolle. Soll ich mich mit Krakeelen richtig wecken lassen, ja, Meister Eder und sein Pumuckl, oder soll mir lieber Big Ben die Stunde schlagen, ja, bei Scotland Yard? Oder soll ich schon zum Frühstück Pizza essen oder beziehungsweise Pizza hören oder eher in das Funksprechgerät reinsprechen mit Hanni und Nanni? Ja, oder soll mich Balduin Pfiff auf eine Buttermilch einladen? Ach ja, gar nicht so einfach. Dabei hätte ich gerne mal wieder ein Date mit den 5 Freunden. Ja, oder würde gern mal wieder in Rocky Beach einen neuen Fall lösen. Natürlich wäre auch ein Rätsel um die Falschmünzer sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was soll ich wählen? Ich glaube, ich mach mal hier einen Blindflug, Augen zu, ja? Augen zu, Augen zu, Augen zu. Was wird es, was wird es? Ich weiß, es wird die nicht so. Das hier wird's. Die 3 und das Gespensterschloss. Das ist doch mal eine gute Wahl. Ich glaube, bei die 3 und das Gespensterschloss, obwohl es nicht die Erstauflage ist und es ist nicht zurückgespult. Was ist da los? Muss ich da nicht schimpfen? Kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen. Guten Morgen.